Herzlich willkommen zurück, Leute. Wie? Wir sind im Wohnwagen. Und wir haben gerade Lilly zurückgelassen und Carly ist einem... Boah, die geht mir so auf den Sack, die, ne? Die ist einem Kopfschuss zum Opfer gefallen. Okay, wir reden erstmal mit Clementine. Ja, okay. Was das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann, ist, dass noch irgendwer von uns gebissen ist, gebissen worden ist bei dem Überfall. What's up? Is Doc feeling all right? Och nee. What the fuck? Happened during the raid. Wie lautet der Plan? Er wird sich verwandelt. Wie lautet der What's Plan? The plan? Never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Important to stay honest with each other. Das ist richtig. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Verdammt. Oh Mann, Ben ist auch noch dabei. Wir sollten auf jeden Fall ehrlich zueinander sein, wenn es jetzt so schwer wird. Aber ich glaube, wir sind der Anführer der Gruppe jetzt. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. Feel good. What about Carly? Es fehlt jetzt halt für ihn. Sie ist tot und wird nicht mehr zurückkommen. Gone, but won't come back. Because she was shot in the head. That's right. It's horrible. Yeah, it is. Boah, die versteht schon echt viel. Ich vermisse meine Eltern. Ich bin froh, dass du dabei bist. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer on your head. Was? Warum? Sehr schön. What? Why? In case you were up to no good. Before you, there was this other guy. He was yelling and trying to get into my house. He wanted to take the TV and tried to break the glass door with a rock. Then some walkers came and scared him away. The door was open. He was dumb. Oh Mann, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nicht Clementine. Ach Gott sei Dank, nur ein Traum, ey. We got something up ahead. Puh. Damn it. Road's blocked. Boah, ey, es wird nur noch schlimmer, als er. Boah, diese Schockmomente, ne? Oh Mann, ey. Ja gut, ein Zug versperrt uns die Weiterfahrt. Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clint, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated.
It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? That didn't cross my mind. Ja, okay, wir schauen uns jetzt erstmal ein bisschen um. Wir reden erstmal noch mit allen. Hey, Sweet Pea. You okay out here? I don't think Doc feels good. Me neither. Damn it. Gut, Kenny. Hey man, we're still looking around and haven't figured much out yet. It's fine. Radiator could use a rest as it is. Und Katja. Wie geht's, Doc? How's that? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Hättest du Lily zurückgelassen, hat Clementine irgendwas gesagt. Has Clementine said anything to you about Carly or Doc or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. Ja, alles okay, ja, ich habe mich daran gewöhnt. I'm used to it by now. We all are, aren't we? She murdered her, Lee. I was there, Kat. I'm sorry. Hättest du Lily zurückgelassen? Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay then. Anyway, let me know if anything changes here. Boah, hey gut, dann sind wir nicht die einzigen, die sie nicht zurückgelassen hätten. Gut, wir reden nochmal mit Ben. Schauen, was er uns zu sagen hat. Warst du das? Was hättest du mit Lily gemacht? Bist du froh, dass du bei uns geblieben bist? You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Warst du das? Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. Ben wird es nicht vergessen. Was hättest du mit Lily gemacht? What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Gut, wir haben mit allen geredet. That's one hell of a mess. Ja, die Unordnung ist in der ganzen Welt. Gut. Door's closed. Die Tür ist geschlossen. Oh Mann, ey. Gut, wir gucken uns mal hier um und the door to the boxcar. Schauen uns das mal an. Ach, hier hat wer gewohnt. Oh Mann. Oha. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Die Tür war doch gerade noch zu, ey. Ach du Scheiße. Gut, wir haben was zu trinken für Doug. I'll take this to Kanja, for Doug. Wir gucken uns mal um. Das ist eine Karte. A clipboard. Die könnten wir gebrauchen. Map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Nein, gibt es nicht, okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Gut. Zugräder. Derailed.
entgleist. Ja, scheiße. Kupplungsstift. Ja, so kriegen wir es nicht auf. Die Kupplungsstangen. Looks like it'll get that pin out. Okay. Shit. Broken. Ja, nicht so geil, nicht so geil, nicht so geil. Okay. Hier gibt es uns nichts mehr. Ja, du kannst darüber gehen, okay. Gut, wir steigen hier runter. Und bringen Duck erstmal was zu trinken. So, oder gehen wir jetzt Clement? Nein, Duck braucht es eher. Und wir geben Kenny mal die Karte. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. These tracks lead right to Savannah. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Yeah, we're on it. Und wie wir schon bei der Episode 3 sind wir jetzt, schon gesehen haben, sind wir in diesem Zug und wir werden es schaffen. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Hm. Das muss echt hart sein für eine Mutter. Er ist dankbar für deine Hilfe, okay. Gut. Wir steigen mal da hoch und gucken, wo wir ankommen. Ist das das Führerhaus? Geh mal da lang. Maschinenraum. Da könnte was drin sein, ja, das hoffe ich mal. Der Motor. Ein Schalter. Aber sonst nichts. Switch. Nothing. Fuck. Gut, da ist der Motor drin. Das merken wir uns mal. Der Maschinenraum. Da könnte etwas drin sein. Das ist richtig. Werkzeug. Bolzenentferner. Schraubenschlüssel. Noch ein Schraubenschlüssel. Ich glaube, das könnte uns helfen. Nehmen wir das mal mit. Für den Stift. Gut, dann haben wir das schon mal. Da war noch eine dritte Tür. Oder? 1, 2, 3, 4 sogar. Wieder ein Maschinenraum. Nichts drin. Okay, weiter geht's zum vierten. Mal gucken, was da drin ist. Auch nichts, oder wie? Auch nichts. Okay, doki. Gut, wir gucken mal weiter. Hier ins Führerhaus. Shit. Lebt er noch? We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Ich glaube, der lebt eh nicht mehr. Suppose we gotta look him over. Yeah. Scheiße. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Jo, das werden wir mal tun. This could be exactly what we need. Ich hoffe, das klappt.
Gut, hier sind ganz viele Maschinenteile. Was ist das, ne? Ein verfaultes Mittagessen. Nicht geil, nicht geil. Notizblock. This is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Leute, Gott sei Dank nehme ich jetzt das alles am Stück auf. Clementine hat doch dieses Blatt durch diesen, keine Ahnung wie das heißt, durch diesen Druck da auf dem Blatt drüber bekommen. Das schaffen wir bestimmt auch. Hoffe ich mal. Ob das geht und wie wir den Motor starten, werden wir natürlich in der nächsten Folge erfahren. Also morgen. Bis dahin. Macht es gut. Ciao.